Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Mass Effect. Wir sind immer noch auf Rajingri und sind jetzt vor diesem überrannten Außenposten, der wahrscheinlich voller Geld sein wird. So ziehen wir schon mal unsere Gun. Und es ist, warte mal, was für ein Layout, das Standard-Layout. Ist es wirklich? Also ich dachte gerade ganz kurz, das wäre ein anderes, aber ne, es war Standard-Layout. Zack. So. Okay, da hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen, bevor ich die Gun anmache. Warum hat Ash hier so wenig Rüstung? Okay, wenn du nicht im Weg stehen würdest, wäre das alles viel leichter. Kann ich hier noch was Gutes tun mit den Waffen hier? Die Terminator. Ist es eine AK? Ne, ist keine AK, schade. Was hat Ashley? Ashley hat auch einen Avenger. Kriegt die hier schon mal eine Raptor? Okay, sie kriegt das hier. Die Kajovlov ist anscheinend sehr gut. Schrotflintin. Die Avalanche. Katana, die Hurricane. Die Avalanche sogar noch besser. Nice. Pistole, hat er die Raikou. Dann kriegt er erstmal die Stinger. Hat er noch besser? Die Brawler. So, und du kriegst dann auch schon mal die Brawler. Und hast du noch eine bessere? Nee. Perfekt. Oh, eine Sniper? Wer willst du denn haben? Eine Naginata? Eine Vollkopf, warte mal. Sind die besser als meine eigentlich? Nee, gut. Das hätte ich auch so gesagt, hey, dann nehme ich die doch lieber. Naginata. Kriegst du die auch? Ja, zack. Ein oder mehrere konnten, weiß nicht. Punisher. Die Punisher hatte ich vorher mal. Blue Wire. Dann könnte ich immer was Neues geben, ne? Kriegst du schon mal Solaris? Okay, du kriegst Polaris. Polaris ist. Warum gibt's Solaris? Aber Polaris ist doch viel besser. Savant ist noch besser. Hallo. Was ist mit dir? Hier, das ist doch gut. Okay, und da hast du schon, ja, den anderen Scheiß ich mal jemand anders mal. Dann wär's 2 Minuten verschwendet damit oder so. Also diese ganzen, Verbesserungen, das... Ich hab sowieso keine Ahnung, ich baue doch sowieso immer irgendeinen Scheiß ein, den ich gerade über hab. What the fuck? Folgen, Leute. Geht mal hier in Deckung. Okay. Das geht nicht halt anscheinend. Man geht, denken die könnten Hinterhalt mit mir machen, aber nicht mit mir, Freunde. Geht scharf, Schütze. Ich finde gut, dass die die Pistole war so krass ist, dass sie einfach gegen die Sniper, also gegen Sniper nützvoll ist. Also die Pistole ist eigentlich richtig gut. Ich weiß nie, was Fisch hat. Okay, Leute, folgen. Kiste. Alles nehmen. Ist alles meins hier. Oh nein, vielleicht hat mir Marco geklaut, ich muss ihn zurückerobern. Kann ich einfach neu kaufen? Einen besseren Marco, der nicht irgendwie komplett für den Arsch ist.
Okay. Ah, wir haben das bisher noch nicht abgeschlossen. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwo müssen noch Gegner sein. Dich kann ich nicht mitnehmen. Dich kann ich nicht mitnehmen. Fehlerhaftes Objekt. Energiegewebe. Oh, er stellt jetzt noch zwei Schilder mehr. Das ist gut. Wahrscheinlich, weil sie jetzt ein Schild mit eine Rüstung mit irgendwie 240 Schüsse anstatt 120. Ich glaube, man kriegt irgendwie ab 50 immer so ein Schild dazu. Also so ein Schildbalken da unten. Die muss eine ziemlich dicke haben eigentlich. Ich bin nur mit. Die hat doch eine schwere Rüstung. Ich habe eine mittelschwere nur. Und ich glaube nicht, dass ich eine Spectre-Rüstung schon habe. Oder? Rüstung. Ne, ich habe nur Skorpion. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich das komplett falsch und das wird komplett anders geregelt. Das könnte ja sein, so. Okay, das war dumm. Die Karpov. Okay. Aber wir haben ja alles gemacht. Hier ist ja kein Punkt, ne? Wir waren ja bei beiden drin. Da war nichts. Oh fuck. Danke, Level. What the fuck? Was zur Hölle? Wieso? Ich hätte gedacht, dass einer dieser Außenposten die Hauptposten ist. Das. Wir empfangen eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Das muss die Hauptbasis sein. Wir können die Position mit Hilfe des Signals lokalisieren und sie dann ausschalten. Das muss die Hauptbasis sein. Wir können die Position mit Hilfe des Signals lokalisieren und sie dann ausschalten. Okay. Cool. Muss ich jetzt irgendwo hinfliegen oder was? Grissom, das ist neu. Jetzt nach Grissom, würde ich sagen. Okay, der Planet hat einen, den Blau hier hat einen Mond. Ich denke, da wird irgendwas Wichtiges sein. Felsiger Asteroid. Ein Asteroid, der aus Metallen und Silikaten besteht. Seltenes Element entdeckt. Ein Polonium-Vorkommen. Geil. Hier haben wir Bender. Hallo, Bender. Erkundin. Medaillon gefunden. Beim Scan von Bender haben sie ein uraltes Salarianisches Schiff gefunden. Es wurde ein kleines Aufklärungsteam eingesetzt, um nach wertvollen Dingen zu suchen. Der einzige wertvolle Gegenstand, den sie fanden, war ein Medaillon des Salarianerordens. Müssen wir auch schon bald alle haben. Ich glaube, eins fehlt es noch. Dann haben wir noch Zyrux. Erkunden. Beryllium. Leichtmetallvorkommen. Okay. Und ansonsten. Und hier drin ist wirklich nichts. Schade. Dann haben wir noch Notanban. Auf dem wir nichts machen können, aber dann vermutlich auf diesem kleinen Planeten aus Solkrom, der extra ein bisschen vorsteht. Hitzegefahrstufe 1, ja. Da geht's richtig auf die Fresse. Da gibt's richtig auf die Fresse. Ja, wir nehmen da mit die beiden wieder, ne? Oder? Ach, nehmen wir mal die beiden wieder mit. Zack. Bisschen Abwechslung. Der nächste Auftrag ist hier erst Wörmeier, das dauert ja noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Wörmeier mitnehmen werde. Okay, da ist wahrscheinlich die Geldbasis, ne? Da ist eine Anomalie. Das ist ein schöner kleiner Mond. Nicht hinfallen, Dankeschön.
Wenn ich den Gate-Angriff hier zurückschlagen, dieses System, ist das nicht richtig cool eigentlich? Dann müsste ich doch als Held gefeiert werden. Freddy Shepard, der erste menschliche Spectre. Er ist nicht der erste Spectre, aber es gab ja schon vor Spectre. Ist aber der erste menschliche, sag ich wenigstens. Wer bist du denn? Azari-Kapsel. Eine Schrift der Matriarchin oder was? Wer hat so ein Ding? Fanden sie auch eine Schrift der Matriarchin? Deli Naga. Ob diese hier ausgegraben wurde oder vorher an einer Anstalt gefunden wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. Ja, wir auch. Gut, dann haben wir. Gucken wir mal ganz kurz. Koreanische. Ja, sag ich, Schrift. Eine fehlt noch, gut. Metalle werden noch ein paar fehlen. Ein Medaillon, glaube ich. Nur eine ID. Oder war das noch. War das, oder haben wir ja schon. Nach Kampfzeichen suchen. Ja, drei. Oh, wir haben erst so wenig. Wertvolle Mineralien. 5 leicht, 6 schwer, 5 selten. Und 2 Insignien. Wir müssen Marines. Sparta-System. Achso, da müssen wir zurück. Gut. Da haben wir schon. Geldbunker vernichten. Gut, das schaffen wir wahrscheinlich. Nicht mehr mit unserer übertrieben guten Pistole. Ja, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist Präzisionsgewehr eigentlich ein komplettes Meme. Also eigentlich braucht man nur Pistole und das war's. Ja, vielleicht wenn man irgendwie so Söldner spielt, ist wahrscheinlich so ein Sturmgewehr auch ganz geil, aber ich meine, ich habe mit der Pistole schon kaum Probleme. Okay, Pistole ist auch voll geskillt, ne, aber trotzdem. Dechiffrieren. So, zack, 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 zack. Laufverlängerung. Also irgendwie bin ich richtig gut geworden, jetzt mit dem Dechiffrieren. Das ist richtig gut. Ich war vorher nur komplett scheiße. Also ich bin besser geworden. Ich krieg's jetzt hin. Und ich sag nicht komplett retarded. Wie soll das möglich sein? Ich hätte einfach nur nach vorne gehen müssen. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ich glaube, es ist einfach ein Stück zu warm. Aber wenn ich irgendwie so 2 Stunden am Stück aufnehme, wird es ganz schön warm im Zimmer. Und dann rede ich auch ganz viel Unfug. Heute ist es ein bisschen kühler. Und ich nehme auch erst 1,5 Stunden auf. Aber ich rede wahrscheinlich schon wieder Unfug. Schwermetall gefunden. Ach, nicht Schwermetall. Irgendeine Ressource habe ich gefunden hier rechts. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie viel mir von was fehlt. Also auf jeden Fall ist es irgendwie so 6 und 5, glaube ich. Ich glaube 2 sind irgendwie 5 und bei einem fehlen mir noch 6 oder so. Oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Hallo, Magnesium. Ohne Scheiß, ich wollte schon sagen, ich war doch vollkommen geparkt da. Zack, 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 zack. Piu. Kleines Magnesium-Vorkommen. 20.000 kriege ich dafür schon. Die sollte es einfach in einen Kolonie gründen lassen, also so einen eigenen Staat praktisch, wo wir dann für uns sorgen können. Das wäre cool. Einen Planeten. Okay, und jetzt zu dem Bunker, der wahrscheinlich der normale Bunker sein wird. Langsam nach hinten. Dummer Gitkoloss. Vorsichtig vorfahren. Okay, da ich das Gröbste jetzt kaputt gemacht habe, fahre ich mal vor und hoffe, dass er nicht unseren Schütze sehr kaputt haut.
Der kann mein Schild kaputt machen, aber ich mach das auch und ich befreie ihn einfach nochmal. Wuff. Hey, ich hab Wuff gesagt. Hallo, geh runter von mir. Hallo, weg. Weg. Verpiss dich. Ksch. Böser Geldkoloss. Ganz, ganz, ganz böse. Okay, dann geht's hier rein. Noch kurz einen Quicksave machen. Und Angst haben, dass das Spiel gleich abstürzt. Okay, sie haben wahrscheinlich wieder Push auf uns. Oh Gott, ja, sie hat schon. Hallo, ich hab dich noch getroffen. Willst du mich verarschen? Nicht mal getroffen, hab ihn getötet. Quickscope. Warte mal, kannst du ihn noch hochheben, bitte? Habe ich nur Rakete vergefangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallöchen, Freunde. Während der letzte Gate fällt, erklingt Musik von der anderen Seite des Raums. Auf dem Bildschirm sieht man einen Quarianer vor einer ergriffenen Menge, der ein Trauerlied über verlorene Welten und Unschuld vorträgt. Das aufgezeichnete Lied wird in die Gate-Welten jenseits des Persos-Nebels übertragen. Die Transmitter sind deaktiviert. Der Transmitter deaktiviert sich. Hä, was? Quarianer. Hä? Hä? Habe ich die Gate jetzt ausgerottet? Ich hab keine Ahnung. Angry Emote. Das war knapp. Sie haben eine verschlüsselte Git-Dateien entdeckt. Auf diesem Gebiet geschulte Experten können so viel über die Entwicklung der Git seit ihrem Kampf gegen die Koreaner lernen. Okay. Habe ich gern gemacht. Firestorm Hydra. Ich muss mal richtig hart drücken, damit sich dieser Cursor schnell bewegt. Meine Sniper ist die schwarze, oder? Ich glaube, ich habe nur eine schwarze Schrotflinte und ein schwarzes Sturmgewehr und ein schwarzes Rüstung vielleicht auch noch zulegen. Ich glaube, ich habe alles einfach vielleicht von diesem Quatsch. Von diesem Spectre-Scheiß. Okay. Schade. Da kann ich rein. Gut, dann haben wir es auch geschafft, ne? Dann sind wir fertig mit dem Gate. Und diesem System. Beziehungsweise diesem ganzen Cluster sogar. Gucken wir noch ganz kurz, was sie machen müssen. Tali und die Gate. Sie haben ein paar detailreiche sicher in Anbetracht der Geschichte mit Tali sprechen. Wieder an Bord. Der Normandy, okay. Im Herschel-System, im Kepler-Randsektor. Das war Dingens hier. Hier. Dingens. Citadel. Nebenbei. Citadel. Ne, Moment mal. Das war im Hawking Eater Cluster. Und das war Citadel. Also Hawking Eater Cluster und Kepler. Ne, was doch? Kepler. Ne, was Kepler? Ne, was war anders? Kepler Randsektor. Sind wir mit dem Kepler Randsektor? Ach nee, wir sind im Arnst und Nebel. Also Kepler Randsektor und. Ja. Schon wieder komplett vergessen. Ohne Scheiß. Okay, quatschen wir erstmal gleich mit Tali. Weil wir jetzt auf der Normandy sind. Eine Nachricht von Admiral Hackett, Commander. Oh Gott. Ich stelle durch. Wir haben eben Ihren Bericht erhalten.
Offenbar waren diese GET-Aktivitäten doch größer als erwartet. Möglicherweise haben sie sogar eine Großoffensive in diesem System vorbereitet. Wir werden jetzt vermehrt Patrouillen im Armstrong-Cluster fliegen, damit sie sich hier nicht erneut festsetzen können. Gut gemacht, Shepard. Sie haben bei dieser Mission das Leben vieler Menschen gerettet. Hackett, Ende. Gar kein Problem, mein Freund. Okay, Solcrum. Okay, Panzernebel. Hawking Eater, Kepler-Randsektor. Maroon Sea, ich würde sagen, geht's ab in den Kepler-Randsektor. Im Herrscher-System. Gut, dann gehen wir erstmal ins Newton-System. Gucken, ob da noch jemand unsere Hilfe will. Und komm. Neuer Nachrichteneingang. Klar. Stelle durch. Ich erhielt einige beunruhigende Informationen, Commander. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ach, jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Es hat im letzten Monat 4 Todesfälle gegeben. Woran haben Sie gearbeitet? Früherer Wissenschaftler? Das klingt, als gäbe es da ein Projekt, das jemand gern geheim halten möchte. Alle 4 Wissenschaftler haben an einem Geheimprojekt auf Arkuse gearbeitet. Dort fand vor einigen Jahren ein brutales Massaker statt. Eine ganze Einheit wurde von Dreschschlunden getötet. Es wurde als Naturkatastrophe eingestuft, aber die Projektdaten fallen mit den Angriffen zusammen. Das klingt verdächtig, das ne? Das kann kein Zufall sein. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt. Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. 5. Flotte Ende. Danke. Und Tarom landen, okay. Das, dann wird er wahrscheinlich da sein. Clancowry. Erkunden. Matriarchenschriften gefunden beim Scan. Des Planeten Clancowry haben sie das Cockpit eines Volus. Volus hieß ein Drehsbücher eines Schiffes gefunden. Der Rest des Schiffes konnte nicht geortet werden, aber das Bergungsteam fand in dem Werkstück eine der Schriften der Matriarchen Dili Naga. Nice. Haben wir, glaube ich, jetzt fertig sogar. Dann haben wir Junkrow. Erkunden. Gasvorkommen. Ein größeres Wasserstoff. Ja, gut, dann haben wir 10 von 6. Bringen das auch nicht weiter. Und dann noch Sesmose. Oh, schade. Aber sieht cool aus. Gut, also dann geht's nach Untarom. Und wir haben. Ich glaube, wir haben gerade. Ich glaube, wir haben noch Geld bekommen für die. Für die Scheiße hier. Ne, Asari. Doch, Asari war das. Das war tote Wissenschaftler. Im Newton-System. Sind wir im Newton-System? Ich glaube. Sind wir im Newton-System? Keine Ahnung. Gut. Tali war. Unten? Oder? Also, ich weiß, dass sie. Unten. Oder? Wir sind hier. Moment, nee, Moment. Können die nicht noch hier sein? Also ich weiß, dass sie mindestens hier unten war. Aber. Nehmen wir mal, die war unten im Maschinenraum. Der ist ganz. Ich könnte mit Kate nochmal reden. Na, Crew-Geschichten 3 machen wir, glaube ich, später erst. Und im Gegensatz zu dem. Das Spiel kam auch davor auf der Xbox. Also, es kommt erst von der Xbox. Und die Fahrt mit dem Fahrschiff wurde schneller gemacht in der PC-Version, habe ich gelesen. Da sind die Crew-Spende. Das ist wieder der übliche Scheiß. Wir können leider mal nach Waffe gucken für uns. Hallo Tali. Ibims. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Natürlich. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der GET-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Für Ihre Pilgerreise? Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die GET vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Um die GET auszudrücken? Sie glauben also, dass Sie mit Hilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können? Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die GET in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Okay. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde Sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die GET besiegt haben.
In Ordnung. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Ja, wieso nicht, ne? Scheiß drauf, die, auf die geht. Sind sowieso für den Arsch. Okay. Allianz ausrüsten, so wie sie. Brauchen Sie Vorräte? Ja, klar. Zeigen Sie mir. Sehr gern, dann soll ich nicht mit dir sprechen, du mein John. Warte mal, das Präzisionsgewehr vergleichen. Hey, das ist sogar. Okay, das ist ein bisschen unpräzise, aber ansonsten. Cypher. Das ist voll scheiße. Gegen mein Savant. Schrotflinte. Ja, komm. Was soll der Geiz? 200.000. Was sind 200.000, ey? Kaufen. Der Sturmgewehr. Komm hier, zack. Ist doch kein Geld für uns. Nicht wahr? Mhm. Gut. Dann ab nach oben wieder. Weil die müssen wir abgeschlossen, ne? Tote Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob sie nur noch auf diesen Planeten zu gehen. Na, wir können ja da unten abspeichern. Hoffe ich. Moment, nee, wir müssen nach oben. Nicht beim Buseln lassen. Mich macht richtig Sorge, dass ich jedes Mal diese Türsteuerung aktivieren muss. Weil die meisten Türen gehen eigentlich automatisch auf, nur die nicht. Antarum. Erinnere mich ein bisschen an das Spiel Montaro vom Namen her. Antarum, Montaro. Kane und dich, ne, oder? Ne, wir nehmen mal wieder Ordnot und Tali mit. Yes, sir. Bald Inhalte. Also hier war irgendwas gerade rot, habe ich auch gesehen. Anomalie. Untergrundeinrichtung. Gut, dann fahren wir noch dahin, würde ich sagen. Und dann speichere ich davor ab und dann werden wir da ein paar, würde ich sagen. Also das letzte, was ich heute aufnehme. Dann habe ich erstmal für diese Woche genug, weil ich hatte ja noch bis Donnerstag und der hier wird jetzt am Sonntag kommen und heute haben wir Dienstag. Kann ich die auch morgen während der Arbeit hochladen schnell und dann ist auch gut. Tomb Raider habe ich fertig, glaube ich, für diese Woche. Müsste ich eigentlich. Ich glaube, ich habe sogar einen mehr als ich. Also ich habe, glaube ich, schon den ersten für nächste Woche. Sacred habe ich, glaube ich, bis Sonntag. Das Trimata oder was? Turianische Leiche bergen. Ist ein turianische Insignie dann oder was? Oh oh. Zack. Turianische Insignie gefunden. Es lässt sich nicht mehr herausfinden, was mit dem Turianer geschehen ist. Er hatte ein altes Papierbuch bei sich, auf dessen Umschlag die Insignien der Bostra. Insignien des Bostra Außenposten befinden. Okay. Fehlt nur noch eins jetzt. Noch den Trimmer holen. Und dann geht schon Richtung Untergrundeinrichtung. Es wird dann entweder diese Dreikammerhürde sein oder dieser Vierraum-Forschungsscheiß. Also dieses Vierraumgebäude. Da hat man einmal der Eingangs, also der Eingang praktisch. Dann kommt ja der Bereich, wo keine Gegner sind, sondern wo immer Items liegen. Dann kommt der große Bereich, wo meistens alles voll mit Gegnern ist, mit Kisten, mit Beiben oder mit einfach nur normalen Objekten. Dann kommt hinten rechts im Raum der Gang, der sich in zwei aufspaltet in zwei Richtungen.
wo dann meistens rechts, ne, wo meistens links die Quest ist, oder? Ich weiß nicht. Also da kann halt auf beiden Seiten die Quest sein. Ja, und dann müssen wir wieder rausgehen. Kann auch ein Hinterhalt sein oder irgendeine verrückte Frau. Also, machen wir den Fisch und überziehen ein bisschen. Wie bist du denn? Bist du schon die Quest? Oh. Zack. Ja, ich glaube, du bist die Quest. Hintergrundeinrichtung. What the fuck? Was sind das für Leute überhaupt? Ich hätte mir vielleicht mal vorangucken sollen, bevor ich hier blind drauf schieße. Oh, das ist ein Gesteinchen. Söldner. Gott, ich hasse es, dass man. Hallo? Was machst du da? Auf da runter zu rutschen. Okay, die Steine holen wir noch schnell. Zack. Egal, scheiß drauf. Hallo, ich bin's. Der Steinesammler. Was haben wir denn hier? Palladio. Palladio ist, glaube ich, ein. Entweder ein seltenes oder ein Schwermetall, oder? Ich glaube, ein Schwermetall. Ah, ja, Schwermetallvorkommen. Gut. So, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann da oben wieder beim Eingang und gehen dann da rein. So, dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen, was ich eben gerade schon gesagt hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.